Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Beißt Abby den Kopf ab. Einer ist tot. Die letzte Folge. Schau mal, Wege. Selbstsüchtig. Och, die arme Abby. Das Bild. Besser, dass sie shoppen, bevor es sich verbreitet. Gut. Hier, Bild Abby. Abby geht's gut. Da, die lächelt doch. Ah, Hinweis. Ah, hier, noch was Neues. Kaylee ist tot. Sie mögen einmal glücklich gewesen sein, aber jetzt ist alles anders. Ja, so sieht's aus. Nächster Weg. Ablenkung. Das hat man schon. Aha, ja, genau, hier, der Schnüffler hat ihn nicht erschnüffelt, genau. Camp. Poolhaus, ja. Weg. Helfende Hand. Ja, die hat er jetzt nicht mehr. Aha, Tatort. So, das ist der Mond, genau. Der Mond. Er hat jetzt aber nichts geholfen, der ganze Kack. Doch, weiter geht's. Oh. Alles Weitere kommt noch. Na gut. Immer, der hat dich wieder alleine gelassen. Der ist einfach davon gefetzt. Wo sind die anderen hin? Im Poolhaus. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich ins Poolhaus. In die Lodge. Nee, da eben nicht. Hey, 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 hey. Ich gehe aber ins Zelt. Da findet er mich nicht. Oh Mann. Shit. Hier ist es nicht sicher. Dann geh weiter. Ich weiß aber nicht, wo ich lang muss, verdammt. Ach, hier bin ich. Okay, ich weiß, wo ich lang muss. Wo hat ihr denn dieses Blut gefunden zum Hinschütten? Neu für dich. Wenn die sich überdreht, dann weiß ich immer nicht mehr, wo lang. Ich gehe jetzt in die falsche Richtung, ich gehe in die richtige Richtung. Geh doch schneller. Kann ich diese Kiste irgendwas gebrauchen, die da war? Hier war doch eine Kiste vorher. Bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Nee, gar nichts. Einmal laufe ich im Kreis oder was? Oh, Kacke. Oh, Kacke.
Oh, Kacke. Oh, Kacke. Guck mal auf den Boden. Rechts oder geradeaus? Wir gehen rechts. Klettern. Der hüpft. Blöde, ich sehe den Weg nicht, weil die überall hinleuchtet, bloß nicht auf dem Boden. Jetzt sehe ich sie nur von hinten oben. Von hinten oben sehe ich sie. Ich gehe einfach. Egal. Wo ist denn jetzt der Weg, verdammt? Ich habe das noch nie gemacht, Pa. Die haben einen. Oh, das ist der zweite, der schon. Oh. Okay, ich glaube weg. Ach, kann er wohl nicht wahr sein. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Caitlin! Hör zu! Abby! Türen offen stehen lassen, was du für eine Suche. Hier ist es nicht sicher. Das kam später. Ups, ups. Ich glaube, der hat nur in die Sohle gebissen, oder? Abby? Psst. Ryan? Und die Tür, oh mein Gott sei Dank, wenigstens mal war die Tür geschlossen. Sie ist nicht gelaufen. Alle sehr mitgenommen aus hier. Hoffnungsvoll, zynisch. Nee, lieber hoffnungsvoll. Okay, wir müssen nachdenken. Wir können es lebend hier rausschaffen, zusammen, okay? Oh, nicht alle von uns. Ach, echt jetzt? Trottel. Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bist du gerade etwas verwirrt? Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und?
Ja, ist das alles. Ist rein, hier ist gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich dann. Menschen. Das sind keine oder verschiebt sich, Menschen. Ja. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja? Du warst doch vorgesehen für. Es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser. Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Wir drin. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Wie sieht die denn jetzt aus? Ja, ist gut, ja. Stimmt. Passt da auch wieder sind recht. Wir wieder. Nur du und ich. Ich habe eine Karte. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Oh, meine Füße. Der Mond. Der Mond. Wie passend. Ja. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Die List. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Na klar. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Cool. Ich bin überhaupt nicht aufregend. Ich wollte sie retten. Steven. Okay, jetzt Moment. Tatort, oder? Der Mond. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Der Bulle. Das ist doch der Bulle. Der dreckige Bulle ist doch das. Oder das spielt doch nächste Woche und dann mal schauen. Vielleicht klappt es ja doch, aber... Du wirst es unbedingt spielen, das denke ich mir schon. Der Weg, was hat sich denn geändert? Hier. Hä? Sie wurde doch gebissen und infiziert, hier steht's. Aber er hat doch in den Schuh gebissen. Was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Macht schon Spaß. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Das war euer Fehler. Muss man jetzt Rückblick, oder? 3.27 Uhr, Laura. Oder Laura. Ach. Ach. 187 Endings? Ach du Scheiße. Bisschen viele. 187 Endings? Wäre aber cool, wenn man den Anfang wieder skippen könnte, den langweiligen Teil. Rufen. Los, Junge. Hm.
187 Endings. Das ist ja mal lang. Was? 186. Ma'am. Das wird jetzt leicht unangenehm. Danke, die zerplatzen. Ja? Ach du meine Güte. Wurde in einem Tür. Oha. Das ist mega, ja, aber 186 Mal will ich so durchstehen. Ehrlich gesagt. Sie kann nicht! Sei still! Das hier ist deine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Entgegenkommend, er ist ja Polizist. Laura Kearney. Mit wem bist du unterwegs? Und wie steht ihr zueinander? Max Brinley, er ist mein Freund. Wohin wolltet ihr gestern? Zum Hackett's Quarry Summer Camp, das wissen Sie doch. Was ist mit Max passiert? Nein. Ich frag, du antwortest. So läuft das hier. Ist ein Unsympath. Okay. Schön. Was wollen Sie wissen? Gut. Naja, aber es wäre eben ein Spiel, wo man immer wieder mal reinschauen könnte. Ich, ja, hast Max recht, auf ich jeden sind Fall. Betreuer. Ach, Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Auch noch öfters durch. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und pleite. Northkill. Okay, Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt in erstklassiger kosmischer, wir bringen uns jetzt um Super-Premium-Scheiße, Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Hören Sie auf mit dem Scheiß? Bitte hören Sie auf, mich anzuschreien. Hier, ein bisschen wütend mal. Bitte hören Sie auf mit dem Scheiß und sagen Sie mir verdammt nochmal, was los ist! Was hat uns angegriffen und warum wurden wir verhaftet? Sie Psychopath! Spielen wir mal zusammen, logisch. Ich will zu Max! Sofort! Kann man ja auch im Duo spielen, glaube ich, das ist sogar zu siebt, oder? Was? Fall, wenn dein Computer das dann schafft, deine Grafikkarte um sich schlagen. Nee, mach ich jetzt nicht. Gehen wir. Hey. Hey, Sie, Arschloch! Wer ist denn er? Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht! Max! Haben Sie gehört? Doch um mich schlagen sollen. Komm, besorgt. Max! Alles okay?
Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber sonst geht es mir gut, glaube ich. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut. Online-Multiplayer, ab 8. Juli. Anderes Zeug. Bis 8 Personen können mitspielen. Ich meine, was ist nur passiert? Cool. Misstrauisch. Ja, ich hätte gehofft, was. Misstrauisch. Ja, der Sheriff wollte unbedingt ein Geständnis von mir, aber ich wusste ja noch nicht einmal, was genau ich gestehen sollte. Oh Gott. Was hat er benutzt, um dich zu zwingen? Eine Zange? Ein Schwert? Ein Locher? Nein, er hat mich nicht gefoltert. Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Immer machen, ist immer lustig. Im Koop. Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel hey. Ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Sarkastisch. Wir brauchen keine Erlaubnis. Ich glaube, mit der guten Schon Nummer gut, kommen Sir, wir bei ihm weiter. Still. Ach ja? Max? Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. Damit hat der Kopf nicht gerechnet. Na schön. Die Hände her. Na mach! Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey! Gehen wir. Hände weg, Mann! Na los. Komm. Besser. Hey! Hör auf jetzt! So, klasse. Lassen Sie ihn! Ja, lassen Sie mich, verdammt! Ihr seid beide still! Wichser! Ich sagte, sei still! Hey! Hey, das dürfen Sie nicht tun! Sie tun ihm weh! Okay. Okay. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches. In der Gefängniszelle? Ich denke nicht, Tim. Was ist das? Ach. Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Löffel. Gefängnislöffel aus Plastik. Ohne Griff. Ist schwach. Löffel, da liegt er. Ich hab's schon gesagt. Gehen? warte, da hinten will ich noch schauen. Ach komm, bitte. Ja, das müsste reichen. Die kann mal richtig blöd schauen, die Alte.
Auch damit geht's sicher aus Plastik. Ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Kleiner Freak. Aber er wurde doch auch gebissen, oder? Hey, sobald wir hier rauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Halt, halt. Wir beantworten alles. Sie können uns aber nicht ohne Erklärung einsperren und erwarten, dass wir bestens gelaunt sind, okay? Handeln wir das aus. Du kannst nicht mit mir verhandeln. Bitte. Bitte. Hey, Sie können uns nicht hier lassen. Hey! Komm zurück! Jetzt gibt's Wasser und Brot. Wie lange dauert das Spiel noch? Jetzt schaffen wir es heute. Das ist immer zwei. Fuck! Verdammter Scheißwichser. Idiot. Ja, die Grimassen im Spiel sind echt manchmal seltsam. Stimmt schon. Ernst bleiben oder verspielt? Verspielt. Wie war das Verhör? Hast du ihm was verraten? Was soll ich verraten? Ich schätze, jeder hat Geheimnisse. Weise Worte, aber ich glaube nicht, dass er wissen will, dass ich mal beim kleinen Mikey abgeschrieben habe. Echt jetzt? Was war los? Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Frech. Recht. Oh, hey, hast du sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswichser? Nein, Hackett. Chris Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Der Typ ist richtig blöd. Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer Entführungsring? Das... Ich meine... Was? Jetzt wird's wieder langweilig, das Gekochte. Ein Plan steckt dahinter. Er wirkt wie ein Kinder. Ein Kidnapper meine ich natürlich. Misstrauisch. Wie eine Art Falle, ein Trick. Ich weiß nicht. Auch irgendwie witzig, ja. Chris Hackett und Sheriff Hackett, das ist doch niemals reiner Zufall. Okay. Die Grafik ist schon gut. Sie müssen verwandt sein. Und was beweist das? Sie wussten, wir kommen. Vielleicht geht's um so ein Kidnapping, Erpressungs... Verschwörungsding. Das klingt sehr kreativ. Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. So weit wird es nicht kommen. Sei nicht so. Ermutigend. So weit wird's nicht kommen, Max. Er kann uns nicht ewig festhalten.
Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken, niemals aufgeben. Warum? Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao, euer.